Hallo Wild Wings Fans, der Arena Talk ist zurück. Nachdem wir euch in den letzten Wochen ja mit Videos und Bildern über den Arena-Umbau auf dem Laufenden gehalten haben, ist heute wieder Uwe Schlenker bei uns, um euch jetzt auch nochmal aus Expertensicht über die letzten Baumaßnahmen zu informieren. Uwe, hallo. Hallo zusammen. Jetzt lass uns nochmal, wenn wir hinter uns schauen, die Arena sieht jetzt offensichtlich schon ziemlich fertig aus für das ungeschulte Auge. Du wirst mich sicherlich gleich vom Gegenteil überzeugen. Schön wäre es, wenn schon alles fertig wäre. Also klar, wir sind nach wie vor zufrieden mit dem Ablauf. Aufgrund der Situation verlegt der Spielbetrieb in November rein und auch Eisbereitung. Eigentlich hätten wir jetzt schon Eis. Hat sich natürlich das eine oder andere verzögert oder hat man auch den Handwerker ein bisschen mehr Luft gegeben nach hinten. Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen für das Eismachen. Das heißt, das Netz wird gerade aufgehängt. Der letzte Hubsteiger ist aktuell auf der Piste und ab Wochenende, ab Montag, wird dann begonnen mit der Reinigung der Piste und mit dem Eismachen, sodass wir Anfang September dann hier auf der Bahn 1 auch Eis haben. Sehr gut. Jetzt habe ich dich vorher beobachtet, als du hier zu uns gekommen bist. Ich habe gesehen, wie du noch mal so ein paar Blicke ins Rund geworfen hast und auch da und hier und da noch mal auf den Boden geschaut hast. Es ist ja so, dass so ein Arena-Umbau sicherlich auf dem Reißbrett immer sehr schön planbar zu sein scheint. Wie ist es so in der Realität? Gibt es sicherlich einen oder anderen Moment, wo man auch noch mal sieht, okay, da müssen die Dinge noch mal fein justiert werden? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Klar, wir sind vom Reißbrett mittlerweile weg und sind im Computer und haben alles in 3D auch hier aufbereitet. So sind, sagen wir, die Fehlerquellen auch relativ gering. Aber logisch ist Handwerk, es ist ein Prototyp immer am Bau. Und man findet natürlich immer Stellen, wo man sagt, ja, sehen wir da richtig, können wir da noch was korrigieren oder wie geht es da weiter? Wie momentan ist die Terrasse vor dem VIP-Raum noch so ein Punkt, wo wir noch überlegen, wie wir das dann feintunen und die Ausgestaltung wirklich dann aussieht. Ja, das klingt sehr gut. Ist ja im Grunde auch ein lebendes Objekt, wo man sicherlich dann auch auf gewisse Gegebenheiten einfach spontan reagieren muss. Genau, so sieht es aus, ja. Reagieren und planen und so weiter, das liegt auch jetzt für uns als Club in Sachen Hygienekonzept und so weiter, an dem wir ja gerade mit Nachdruck auch arbeiten. Jetzt wurde schon viel berichtet, in den Medien auch. Hier jetzt nochmal, die Sitzplätze werden uns sicherlich dabei helfen, nehme ich an, die Leute besser voneinander zu trennen, die wir jetzt hier auf der Gegengerade neu eingebaut haben. Klar, das Hygienekonzept oder wie man Stadien füllen kann in Zukunft, ist natürlich das Hauptthema, nicht nur jetzt bei uns im Bauchenberg, sondern natürlich im ganzen Eishockey oder im ganzen Sport- oder Veranstaltungswesen. Aber es ist natürlich jetzt eine Art glücklicher Umstand im Unglück, dass wir jetzt mehr Sitzplätze haben und dadurch vielleicht auch die Kapazität dann nach dem Hygienekonzept doch so ist, dass man wirtschaftlich oder einigermaßen wirtschaftlich was damit anfangen kann. Ja. Das sollte sicherlich das Hauptziel sein in den nächsten Wochen, dass das in die richtigen Bahnen läuft. Uwe, ich danke dir für den Moment. Ich denke, wir werden uns zeitnah wieder treffen, um über die nächsten Schritte uns unterhalten zu können. Und danke fürs Reinschauen. Das war der Wild Wings Arena Talk. Bis zur nächsten Ausgabe.